Ja, hallo, hier ist stefan-live.de und ich bin heute in Lindach bei der Demonstration am 10.12.2020. Ja, so wie ich das heute mitbekommen habe, geht es ja ein bisschen anders wie sonst, weil da irgendwie es Probleme gegeben hat im Vorfeld mit der Demonstration. Ja, irgendwie Shitstorm gekommen und aber wir schauen mal, wird dann sicherlich dann gleich dann davon berichtet worden. Wir haben die Auflage, dass wir Ordner stellen müssen. Ich denke, dass wir mit den zwei Ordnern hier klarkommen, von der Anzahl her. Und als Auflage haben wir, wenn wir die Abstände nicht einhalten, von 1,5 Metern, dass wir eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und zuallererst möchte ich was dazu sagen. Wir hatten ursprünglich einen Aufzug durch die Gemeinde geplant. Das hier ist mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Und mir war es wichtig, dass wir an der gesamten Hauptstraße durch den Ort gehen und dort Aufmerksamkeit erregen. Und deswegen hat es sich so ergeben, dass wir auch am Wohnhaus vom Landrat Dr. Bläse vorbeigelaufen wären. Wir hatten dort nicht vor, eine Kundgebung zu machen oder den Herrn Dr. Bläse privat zu stören oder anzugehen. Wir wollten lediglich dort vorbeilaufen. Es hat aber jetzt im Vorfeld die letzten 3 Tage derart für mediales Aufsehen gesorgt, dass ich mich entschieden habe, hier eine Kundgebung zu machen, ja, weil wir stehen für friedliches Demonstrieren, wir stehen für Rechtsstaatlichkeit und wir stehen nicht für Störung. Gut, dann erkläre ich die Versammlung für eröffnet. Wir haben heute meine Frau, die Linda Jauch, als erste Gastrednerin und danach den Stefan Schmid vom Seehof in Alfdorf. Und wir bieten auch ein offenes Mikrofon für Leute, die was sagen möchten. Wir stellen uns dem Diskurs, auch den sogenannten Gegendemonstranten, wenn sie sich uns gegenüber auch freundlich verhalten. Dann übergebe ich dir das Wort. Aber der Stefan hat gesagt, er hätte ein Mikro. Stefan, hast du dein Mikro in der Box? Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Das Motto hier von dieser Versammlung ist gegen Spaltung und Vorverurteilung und für gelebte Demokratie und gegen Schubladendenken. Nur das ist die Basis eines demokratischen Miteinanders. Und dann würde ich an meine Frau übergeben. Dankeschön. Ich möchte auch erstmal alle begrüßen und ich denke, wir sind zwar nicht so viele, aber wir sind trotzdem stark und wir werden, wie wir ja wissen, immer mehr. Ich habe bisher noch nie irgendwo gesprochen, aber für mich ist jetzt irgendwo das Fass voll und deswegen möchte ich heute auch hier zu euch sprechen. Nachdem sich im Vorfeld die Wogen und meiner Meinung nach völlig unnötig überzogen waren, hochgekocht sind, ist es mir jetzt umso mehr ein Anliegen, heute hier zu sprechen. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Linda Jauch. Ich habe 24 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und knapp 1,5 Jahren in unterschiedlichen Arztpraxen. Nachdem ich den überwiegend unmenschlichen Umgang mit den Patienten in diesem Gesundheitssystem, in dem es nur um Geld geht und nicht um die Gesundheit und nicht um den Menschen an sich, konnte und wollte ich diese Zustände nicht weiter akzeptieren. Daraufhin beschloss ich, mich selbstständig zu machen. Seit über 4 Jahren arbeite ich nun als Fußpflegerin. Überwiegend bin ich mobil unterwegs. Durch den Schritt zur Selbstständigkeit
kann ich jetzt selbst entscheiden, wie viel Zeit ich mir für meine Kunden einplane. Ich bin nicht mehr zeitlich getaktet und fremdbestimmt. Durch den sogenannten Lockdown Light bin ich zum zweiten Mal betroffen, dass mir die Ausübung als kosmetische Fußpflegerin verboten wurde. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich verheiratet bin und mich dadurch zu einem Teil noch finanziell abgesichert fühlen kann. Zudem muss ich keine Miete für Räumlichkeit bezahlen, da ich zu Hause einen Raum für die Durchführung meiner Dienstleistung habe. Leider geht es nicht allen Selbstständigen und Solo-Selbstständigen dazu so. Zudem ist die versprochene Überbrückungshilfe noch nicht bei den Antragstellern angekommen. Der finanzielle Aspekt ist im Moment für mich zwar auch wichtig, aber noch zweitrangig. Das Schlimme ist, dass die Maßnahmen gefühlt ohne Sinn und Verstand ausgerufen worden sind. Denn wer kann mir die Frage beantworten, warum dürfen zum Beispiel Friseure arbeiten und die kosmetische Fußpflege nicht? Die Übertragungsgefahr beim Friseur wäre doch logisch gedacht doch höher, wie wenn man an den Füßen sitzt und Fußpflege macht. Zudem arbeitet die Fußpflege schon immer mit Mundschutz und Handschuhe. Eines ist sicher, lange Haare tun nicht weh, aber lange oder eingewachsene Fußnägel führen zu starken Schmerzen. Meine Kunden sind größtenteils zwischen 60 bis über 90 Jahre alt. Die kommen nicht mehr an ihre Füße. Die Angehörigen trauen sich das Schneiden der Nägel nicht zu und der Pflegedienst darf in der Regel keine Fußnägel schneiden. Schlaue Menschen würden jetzt sagen, die können ja zur medizinischen Fußpflege oder zur Podologin gehen, denn die dürfen ja arbeiten. Aber die haben keine Zeit bzw. keine freie Kapazitäten mehr. Und das war leider schon vor Corona so. Die Kunden benötigen die Hilfe der kosmetischen Fußpflege. Schlimm und traurig an der ganzen Situation sind auch die psychischen Auswirkungen des Lockdowns auf die Kunden bzw. der älteren Menschen. In den Besuchsintervallen von 4 bis 6 Wochen war ich oft der einzige Gesprächspartner, den die Kunden zu Gesicht bekommen haben. Der ein oder andere hat vielleicht mal noch den Pflegedienst gesehen oder den Physiotherapeuten, aber die sind ja auch immer in Zeitnot. Die Situation für die Bewohner im Pflegeheim sieht leider nicht besser aus. Die Menschen, also meine Kunden, haben mir in den Gesprächen ihr ganzes Leben, ihre Ängste und Sorgen offenbart. Und wenn ich mich am Ende verabschiedet habe, dann konnte ich wieder in strahlende Augen sehen. Sie waren einfach glücklich, dass mal jemand zum Reden da war. Mich hat das auch glücklich gemacht. Die Tage habe ich mit einer Kundin im Altenheim telefoniert und ich musste ihr erklären, dass ich sie nicht besuchen darf, da ich aufgrund der Corona-Verordnung Berufsverbot habe. Sie hat dann zu mir gesagt, ich warte auf Sie, bis Sie wiederkommen, denn ich will Sie nicht verlieren. Ich hatte Tränen in den Augen und musste schwer schlucken. Dies hat mich nochmals bestätigt, dass es bei meiner Tätigkeit nicht nur um eine Dienstleistung geht. Nein, es geht sehr viel tiefer, es ist emotional. Es ist eine Herzenssache. Das alles wurde mir und meinen Kunden von Frau Merkel und ihren Experten genommen. Sie machen sich schuldig an der Hilflosigkeit und Einsamkeit dieser Menschen. Sie haben nichts mehr außer ihre Einsamkeit, keinen Besuch, keine gemeinsamen Mittagstische mehr oder Spiele Nachmittag. Nichts, gar nichts mehr ist ihnen geblieben. So sitzen sie alle zu Hause oder in den Altenheimen und warten auf den Tod. Und selbst da sind sie dann auch noch alleine. Und die dementen Menschen verstehen die Welt jetzt erst recht nicht mehr. Und deshalb bin ich auf der Straße. Nachdem wir heute in Lindach sind,
möchte ich mich unter anderem auch an Landrat Pläse und Herrn Bartle, Mitglied des Bundestages, wenden. Wie Sie sehen können, sind wir Menschen aus der rechtschaffenden Mittelschicht, die in friedlicher Absicht ihre Meinung äußern wollen. Die Menschen haben aufgrund des Grundgesetzes das Recht auf freie und eigene Meinungsäußerung. Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und somit hat die Meinungsfreiheit etwas mit eigenem Denken und Recherchieren und Handeln zu tun. Wir lassen uns von der verbreiteten Angst durch die Mainstream-Medien nicht blenden. Die Gehirnwäsche funktioniert bei uns nicht. Leider scheint es mir, dass Sie sich stark an Herrn Wielers Aussage orientieren, der dafür ist, dass die aufgestellten Regeln niemals hinterfragt werden dürfen. Vielleicht haben Sie jetzt in der Advents- bzw. Weihnachtszeit Gelegenheit, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Glauben Sie uns nichts, recherchieren Sie selbst die wahren Zahlen und Hintergründe. Machen Sie sich nicht länger zum Handlanger, denn dadurch machen auch Sie sich mitschuldig an der finanziellen Verarmung, an den Insolvenzen, den steigenden Anzahl der Selbstmorde, der Vereinsamung der Menschen bis hin zu ihrem einsamen Tod. Lassen Sie sich nicht länger zum Angsttreiber instrumentalisieren. Machen Sie sich zum Aufklärer. Ich hoffe und wünsche mir, dass in Ihnen nicht nur das Herz des Landrats bzw. des Mitglieds des Bundestages schlägt, sondern auch das eines empathischen Menschen, das eines Freundes, des Opas, des Sohns oder des Vaters. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Advents- bzw. Weihnachtszeit, in der wir zur Ruhe und Besinnung kommen und sich dadurch hoffentlich die Spaltung zwischen den Menschen wenigstens ein Stück weiter verringert. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Linda. Das war ganz hervorragend, sehr empathisch und ja, danke. Und jetzt würde ich übergeben an unseren zweiten Gastredner, den Stefan Schmidt vom Seehof am Leinigsee. So, hallo miteinander. Erstmal Linda, du hast es super gemacht. Die erste Rede ist immer die schwierigste. Es wird dann einfacher. Liebe Lindacher Bevölkerung, wir freuen uns, dass wir heute auch einmal bei Ihnen zu Besuch sind. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei Landrat Herrn Joachim Bläse, beim Ordnungsbürgermeister Christian Baron, beim stellvertretenden Kreisvorsitzenden der SPD Herrn Jakob Unrath, der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Frau Dr. Carola Merck-Rudolph, der SPD-Kreisvorsitzenden Frau Sonja Elser, und beim grünen Stadtrat Thomas Krieg. Drei Zeitungsartikel in der Gmünder Tagespost an einem Tag für eine Demonstration, die noch nicht stattgefunden hat. Mehr Aufmerksamkeit geht nicht. Haben wir da etwa in ein Wespennetz gestochen? Und es ist schon bezeichnend, dass es die gleiche unheilige Allianz aus CDU, SPD und Grünen ist, die auf Bundesebene und jetzt auch auf Kreisebene bei dieser angeblichen Pandemie zusammen auf ganzer Linie versagt hat. Wie auch in der gesamten Bevölkerung werden die Zweifel über die von der Politik ergriffenen Maßnahmen auch bei den Lindachern sicherlich immer größer. Es wird von Tag zu Tag immer bizarrer, wie sich die Bundesregierung, unsere Landesregierungen und auch die meisten Landräte mit immer neuen Maßnahmen überbieten. Da werden zuerst Lockerungen über Weihnachten und Silvester angekündigt und teilweise auch beschlossen, um sie ein paar Tage später wieder zurückzunehmen. Jedes Bundesland ergreift andere Maßnahmen. Kein Mensch weiß mehr, wo was ab wann gilt. Sachsen, Bayern und Schleswig-Holstein
beschließen sogar schon einen harten Lockdown vor Weihnachten. Baden-Württemberg wird sicherlich wohl auch noch folgen. Lieber Herr Blese, machen Sie sich bitte nicht wichtiger, als dass Sie sind. Wenn ich Ihrer Argumentation folgen würde, wäre in fast keiner Gemeinde mehr Demonstrationen möglich. Denn überall wohnen mehr oder weniger wichtige Amts- und Würdenträger, die ihre Kritiker nicht in ihrer Gemeinde haben möchten. Und Sie haben recht, wir müssen aufpassen, wohin die Reise in der Demokratie geht. Das sind Ihre Worte. Deswegen stehen wir heute hier und sind schon seit April bundesweit und auf Demos unterwegs. Hier steht die Mitte der Gesellschaft. Der größte Teil der Querdenkenbewegung hat bei den letzten Wahlen die Grünen gewählt. Der zweitgrößte Teil die Linken. Und erst dann kommt die AfD. Interessante Zahlen. Wir sind eine friedliche Protestbewegung aus der Mitte der Gesellschaft. Wo ist Ihr Problem damit, Herr Blese? Und lieber Herr Baron, es ehrt uns sehr, dass die Stadt Schwäbisch Gmünd und der Ostalbkreis die einzigen Institutionen sind, in denen das Verbot von weißen Schutzanzügen und Armbinden mittlerweile zu den allgemeinen Auflagen gehört. Wir wollen niemanden einschüchtern, Herr Baron, sondern aufwecken. Schade, dass wir Sie noch nicht erreicht haben. Dann komme ich zur lieben SPD, deren Kreisvorstand uns öffentlich als Corona-Leugner bezeichnet. Das ist eine Frechheit. Ich bezeichne Sie ja auch nicht als Zeugen Coronas oder Covidioten. Wir spalten im Gegensatz zu Ihnen die Gesellschaft nicht. Im Gegenteil, wir vereinen diejenigen, die schon erkannt haben, dass wir von unseren Regierenden betrogen und belogen werden. Die Beobachtung von Querdenken in Baden-Württemberg ist politisch motiviert und steht im vollkommenen Widerspruch zu den veröffentlichten Erkenntnissen des BKA. Die lauten nämlich, dass die Querdenkenbewegung nicht rechts unterwandert ist, und dass die größere Gefahr von Linksextremisten droht. Von daher ist es sehr bedenklich, dass die SPD immer gern mit der Antifa aufmarschiert, so wie letzten Freitag in Schorndorf auf dem unteren Marktplatz. Lesen Sie bitte die Definition über die Antifa auf Wikipedia nach. In den USA wird die Antifa sogar als Terrororganisation eingestuft. Und da gibt es dann sogar Leute wie Herrn Mario Capecciuto, SPD-Mitglied, ehemaliger Landtagsabgeordneter und amtierender Lorcher Stadtrat, der öffentlich vor Zeugen bekennt, dass er Antifa sei. Liebe SPD, die Gründerväter Ihrer Partei würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen würden, was sie aus der stolzen Arbeiter- und Volkspartei SPD gemacht haben. Eine Splitterpartei, die keiner mehr braucht. Und zu guter Letzt noch zum lieben Stadtrat der Grünen, der sich auch geäußert hat, Herr Thomas Krieg. Ich bin kein selbsternannter Bewerber für den Landtag, Herr Krieg. Wird das so bei den Grünen praktiziert mit Selbsternennung ohne demokratische Wahl? Ist das Ihr Demokratieverständnis? Es wurde auch kein Marsch zum Hause des Landrats angemeldet. Die angemeldete Zwischenkundgebung ist ganz woanders gewesen. Aber Lindach bietet ja noch viel mehr. Auch ein Bundestagsabgeordneter zählt zur Einwohnerschaft. Der Herr Bartle von der CDU, der am 18. November auch die Änderung des IFSG zugestimmt hat. Und das alles aufgrund einer angeblichen Pandemie, die keinerlei Auswirkung auf die Anzahl der Toten, die Belegung der Krankenhaus- und Intensivbetten oder die durchschnittliche Lebenserwartung hat. Dazu kann ich nur sagen, Herr Bartle, Sie haben komplett versagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch ich wünsche euch natürlich alle ein tolles, ruhiges Weihnachtsfest, auch wenn es vielleicht ein bisschen eigenartig wird dieses Jahr. Lasst euch trotzdem die gute Stimmung nicht verderben. Es kommen auch bessere Tage. Dankeschön. Danke, lieber Stefan. Auch das war ein sehr wertvoller Redebeitrag. Damit bei den Pressevertretern und
etwaigen ja, Leuten, die anderer Meinung sind als wir, nicht der Eindruck aufkommt, hier sind nur sogenannte Querdenker. Aus Göppingen hat uns heute der Thorsten Kunze hier besucht, der ja eine Initiative hat, die sich Ich bin anderer Meinung nennt. Und das heißt, wir sind hier nicht nur Querdenken, auch ich gehöre dieser Organisation nicht an. Ich bin kein Parteimitglied, sondern wie ich heute der Presse bereits erklärte, ich bin lediglich Demokrat. Ja? Thorsten, dann würde ich dich gerne ans Mikro bitten. Er ist jetzt von mir gebeten worden. Ich weiß nicht, ob er viel vorbereitet hat, aber der Thorsten macht es schon. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Also tatsächlich habe ich mich gar nicht vorbereitet. Jetzt, es ist ein bisschen ins kalte Wasser jetzt gesprungen. Aber wir kommen aus Göttingen von der Bewegung Ich bin anderer Meinung hierher. Und jetzt unterstütze ich einfach den Thomas ein bisschen und sage auch ein paar Worte, was mir speziell am Herzen liegt, was mir wichtig ist, warum ich die Bewegung gegründet habe, auch in Göppingen. Und zwar, mir geht es um eine Frage, nämlich wo ist in diesen Zeiten die Menschlichkeit geblieben? Was mir große Sorgen bereitet, ist der Umgang miteinander. Und zwar der Umgang miteinander, die Menschen an sich, aber auch der Umgang mit unseren Kindern und insbesondere auch der Umgang mit unseren älteren Menschen. Ich habe dazu eine Frage, und zwar die Frage gerade zum Thema ältere Menschen. Wir sagen, wir wollen die älteren Menschen schützen, wir wollen, dass sie länger leben, dass sie nicht krank werden. Aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wenn sie in quasi isolationshaft in ihren Zimmern sitzen im Alters- und Pflegeheim, wo ist da die Menschlichkeit, frage ich mich. Wir sagen, wir wollen die Kinder schützen, beziehungsweise die Kinder nicht infizieren lassen und auch, dass sie keine Gefahr darstellen für andere Menschen. Aber was wir ihnen nehmen, ist doch die Nähe, der Kontakt, den Austausch, eine unbeschwerte Jugend, eine unbeschwerte Kindheit. Alles ist ängstlich, zurückhaltend und die Menschlichkeit auch bei den Kindern bleibt auf der Strecke, meine ich. Ich habe 4 Kinder, ich sehe, was da los ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, mir macht es Sorge, wenn mit den Kindern umgegangen wird. Ein bisschen lauter. Lauter, ja. Also ich soll lauter sprechen, ich versuche, was ich kann. Ja, also wie gesagt, eine Frage zur Menschlichkeit. Wir sagen, wir wollen die Kranken schützen. Ja, dann frage ich mich, warum haben wir nicht die Zeit genutzt über den Sommer hinweg, dass wir unser Krankensystem, unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet haben, wenn doch schon im Frühjahr die zweite Welle herbeigeredet wurde. Wo ist denn jetzt bitte die Vorbereitung auf die zweite Welle? Ganz offensichtlich, ich stelle nur die Frage, ja, Sie sagen uns schon im April, ja, es wird die zweite Welle geben. Ja, angeblich haben wir sie jetzt herbeigetestet, ja. Aber gleichzeitig haben wir über den Sommer hinweg 5000 Intensivbetten abgebaut. Ich frage mich, was macht es für einen Sinn, wenn wir doch eine zweite Welle kriegen sollen? Und wie gesagt, ich stelle nur Fragen. Und leider, ich habe schon mehrere Bundestagsabgeordnete angeschrieben, die entsprechenden Antworten sind bis heute offen. Ich bekomme immer vorgefertigte Musterbriefe, die irgendein Referent geschrieben hat, aber meine Fragen wurden nicht beantwortet, leider. Also ich suche den Dialog, ich möchte sprechen, aber viele wollen nicht mit uns sprechen, habe ich das Gefühl. Also, wie gesagt, die Frage ist, wo ist die Menschlichkeit? Wir sagen auch nochmal ein anderes Thema, die Alten wollen wir schützen, die Alten liegen uns so sehr am Herzen. Ich erinnere mich mal kurz zurück, wie es die letzten Jahre regelmäßig durch die Medien ging. Überall war zu lesen, der Pflegenotstand in Heimen, alte Menschen werden nicht gepflegt, werden tagelang nicht sauber gemacht, werden nicht gewaschen, werden nicht gepflegt, haben offene Wunden, werden nicht richtig versorgt, teilweise verhungern sie.
Das war Fakt in allen Zeitungen. Wir können es nachlesen vor vielen, vielen Jahren immer wieder. Das ist nichts Neues und da frage ich mich, warum ist jetzt auf einmal der alte Mensch wichtig, wenn in den letzten 5 bis 10 Jahren niemanden gejuckt hat in der Politik? Diese Dinge habe ich nicht erfunden, die können wir in den Zeitungen nachlesen. Ja, das ist nichts Neues. Genauso, wir kommen zur nächsten Frage im Gesundheitswesen. Ich komme nochmal drauf zurück. Im Gesundheitswesen, seit vielen Jahren werden Betten gestrichen, Kapazitäten eingestrichen, werden Kliniken privatisiert, zusammengelegt, zusammengestrichen. Noch Anfang dieses Jahres hatte die Leopoldina ihres Zeichens, heute ja ein Begriff, gesagt, wir müssten 1000 Krankenhausbetten abbauen. Ich meine, jetzt anscheinend fehlen sie uns. Womit arbeiten denn die Menschen dort? Geht es nur noch um den Profit, um die Profitmaximierung und bleibt der Mensch auf der Strecke? Das ist meine Frage. Für mich sind ganz viele Aussagen unserer führenden maßgeblichen Politiker ganz offensichtlich nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Für mich stellt sich so dar, als wollten die einfach nochmal ihren Stuhl retten, beim nächsten Mal nochmal irgendwie gewählt werden, aber ansonsten ist ihnen die Bevölkerung wurscht. Das ist mein Eindruck. Ich kann nur sagen, ich habe hier einen Artikel gelesen, es gab ja vom Springer Verlag zum Beispiel eine Preisverleihung, der Elon Musk wurde hier geehrt, bei einer großen Festivität, am 27.11. war das, also zu Zeiten eines Lockdown-Light, wurde hier eine Feier gemacht im Axel Springer Verlag. Dort waren sehr viele Menschen, die nachweislich nicht aus einem Haushalt kommen, beieinander gesessen, ohne Masken und haben gefeiert miteinander. Da frage ich mich, gelten die Regeln jetzt für alle oder nur für wenige? Wie gesagt, ich stelle nur gerne Fragen und gehe mit jedem ins Gespräch, ich lade jeden ein. Ich möchte zusammenführen und nicht ausgrenzen, weil wir stehen vor riesigen Herausforderungen für die Zukunft und die werden wir nur schaffen können, wenn wir zusammenhalten. Und zwar alle zusammen. Ja? Und die letzten Jahre weiß ich doch selber. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, solo selbstständig und bin auch zum Teil betroffen vom Lockdown jetzt. Und ich weiß, wie es ist, wenn man für sich selber verantwortlich ist, wenn man schaut, wie man sein Geschäft führen kann, wenn man schaut, wie es mit der Familie vereinbar ist und so weiter. Und ganz sicher waren wir in dieser Gesellschaft in Deutschland auch die letzten 10, 20 oder 30 Jahre niemals alle einer Meinung. Niemals. Aber wir haben es geschafft, gemeinsam was zu erreichen, sodass jeder seinen Teil davon bekommt. Und das wünsche ich mir auch jetzt wieder. Und diese Spaltung, die muss aufhören, wenn ihr mich fragt. Und ich möchte nur noch mal sagen, eine Frage der Menschlichkeit ist es einfach. Wenn wir, nehmen wir gerade die alten Leute, die wir angeblich schützen wollen, wenn wir denen körperliche Nähe, das Wichtigste überhaupt für den Menschen, wenn wir denen körperliche Nähe verwehren, und sie quasi in Isolationshaft in ihren Zimmern halten, ohne Berührung, ohne Besuch oder maximal 15 Minuten irgendwann mal, dann verkümmern die und dann sterben sie daran. Ja? Wenn wir schauen, wie weltweit gefoltert wird, dann ist Einzelhaft eins der wesentlichen Folterinstrumente. Ich behaupte nicht, ganz bewusst nicht, dass das hier das Ziel sein soll, im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass tatsächlich die alten Menschen geschützt werden sollen von den entsprechenden Behörden. Aber die Maßnahmen, die ergriffen werden, erreichen meiner Meinung nach komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich bezweckt wird. Wir wissen heutzutage, es gibt einen relativ neuen Bereich der Wissenschaft, der Medizin, die Psychoneuroimmunologie. Wer es schon mal gehört hat, der weiß, dass eins der wichtigsten gesundmachenden Elemente ist für Kinder, wenn sie umarmt werden. Kinder wollen umarmt werden, Kinder wollen gestreichelt werden, Kinder brauchen körperliche Nähe. Und wenn wir jetzt anfangen, Kinder als Gefahr, als kollektive Gefahr zu betrachten, dann nehmen wir ihnen das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen, nämlich unsere Nähe und unsere Liebe.
Und wie schon gesagt, ich habe selber 4 Kinder. 2 sind in der Schule und die sind betroffen auch von den Maßnahmen. Mein Großer zum Beispiel, der ist 15, der berichtet mir, dass er mittlerweile in den Klassenraum eine Thermoskanne mit warmem Wasser mitnehmen muss, weil wenn er es nicht in die Thermoskanne reintut, dann ist das Wasser so kalt nach 2 Stunden, dass es ihm im Bauch Schmerzen bereitet, wenn er es trinken muss, weil es im Klassenzimmer so kalt ist. Ich frage mich, was bezwecken wir damit? Wir alle wissen doch, wenn wir in einem unterkühlten Raum unterwegs sind und da lange sitzen und uns nicht bewegen, dann sind wir anfällig für eine Grippe, für einen grippalen Infekt. Ich frage mich, wollen wir es provozieren, dass die Kinder einen grippalen Infekt kriegen oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, zu guter Letzt, wie gesagt, ich komme zum Schluss. Es ist mir ein Anliegen. Wir sind Menschen. Und unser grundlegendes Anliegen ist, Menschlichkeit zu zeigen, Menschlichkeit in den Tag zu legen. Für Menschen, die eine Umarmung brauchen, denen diese Umarmung zu geben. Wenn Menschen, wenn es ihnen schlecht geht und sie brauchen ein liebes Wort, dann sollten wir es ihnen geben. Wenn wir lächeln, ist es nachweislich für unser Stressniveau und für unser Immunsystem super hilfreich. Ich sehe kaum mehr lächelnde Menschen auf der Straße, wenn ich ehrlich bin, und das tut mir weh. Und ich wünsche mir, dass wir hier diese Menschlichkeit, weil wir sind immer noch Menschen, zurückbringen in diese Gesellschaft, auch bei all den Gräben, die jetzt hier gegraben wurden, die letzten 6 Monate meiner Ansicht nach vielleicht sogar bewusst von der Politik herbeigeführt. Ich möchte es niemandem unterstellen, ich weiß es nicht, aber ich sehe es einfach so. Und ich wünsche mir, dass wir wieder anfangen, gemeinsam dran zu arbeiten, uns an einen Tisch setzen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, dass wir gemeinsam uns an den Tisch setzen und gemeinsam daran arbeiten, an den großen Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, insbesondere auch verursacht durch Corona. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns noch schöne Tage. Allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch nicht die Vorfreude nehmen. Advent, wer es weiß, Advent heißt ja die Ankunft oder es soll ankommen. Wir warten mal, was ankommt. Zu Weihnachten, was ankommt zum nächsten Jahr, was uns erwartet. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir in eine schöne Zukunft für uns und vor allem für unsere Kinder steuern, in der nicht Totalitarismus oder irgendwelche aufoktroyierten Vorschriften nur noch Bestand haben sollen, sondern wo wieder Freiheit herrscht, wo Frieden herrscht und wo vor allem die Menschlichkeit wieder Platz findet. Vielen Dank an euch. Ja, danke, lieber Thorsten. Ich denke, ja, mit den ganzen Redebeiträgen haben wir an der Stelle bewiesen, dass wir, was ich nochmal sagen möchte, heute sowieso nicht vorhatten, mit weißen Schutzanzügen und einer Armbinde durch Lindach zu laufen. Das war überhaupt nicht das Thema, sondern gemäß dem Motto Information der Bevölkerung. Das wollen wir tun, das haben wir hier auch geleistet. Und ja, wenn jemand noch was sagen möchte, zur Information beitragen möchte, ist er herzlich eingeladen. Kai, möchtest du was sagen? So. Also, der Stefan hat mich schon gebeten, was zu sagen. Mein Name ist Kai Bieber, ich wohne in Durlingen. Hab 3 Kinder, 12 und meine Zwillinge sind 6. Und ich will einfach meine Geschichte mal kurz erzählen, wie es mir dieses Jahr so gegangen ist. Ich denke, jeder hat 2 Päckle zum Fragen. Jeder wird die Maßnahmen spüren, egal, finanziell, menschlich, wie auch immer. Brauchen wir nicht drauf eingegangen weiter, weiß glaube jeder. Es ging ja los mit dem ersten Lockdown. Das Ding war so, ich bin in der glücklichen Lage, meine Frau auch, Homeoffice zu machen. Aber über die Wochen musste man praktisch Lehrer, Kindergärtner, Kindergärtnerin, Hausmann, Hausfrau und nebenher noch arbeiten. Das ist so eine soziale Belastung gewesen. Wir sind eine relativ stabile Familie, sage ich einfach mal. Es gibt aber bestimmt Familien, wo davor schon an der Grenze waren. Und was da in die eigenen 4 Wände abgegangen ist, möchte ich gar nicht wissen. Und es soll auch nie ins Tageslicht kommen, weil das in den 4 Wände meistens bleibt. Und das sind so Sachen, wo sich eigentlich niemand, wo man einfach nicht sieht, sage ich mal.
Und das ja ist für mich ein ganz großes No-Go, keine Ahnung. Das ist das erste gewesen. Im Sommer hätten sie uns ein bisschen Brot und Spiele gegeben. Ich war in Kroatien im Urlaub, bin zurückgekommen und nicht im Risikogebiet. Alles, was die Leute wissen wollten von mir, du warst in Kroatien, wie der Urlaub war, wollten die allerwenigsten wissen. Dann kam der nächste Lockdown jetzt, beziehungsweise davor, eine Erziehung im Kindergarten, war positiv getestet, wurde krank, der geht's aber gut. Und die ganze Gruppe hat, wir haben 12 Tage die Zwillinge in Quarantäne gehabt. Das heißt, bei uns durfte niemand kommen, die Zwillinge durften das Grundstück nicht verlassen. Wir mussten laut Anordnung die Kinder im Haus isolieren. Kein gemeinsames Essen, keine Umarmung, das über 12 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. 6 Jahre alte Kinder. So. Und dann sind wir am schönen Sonntag in der Bude gehockt und mit meiner Frau haben wir diskutiert, gehen wir jetzt spazieren als Familie oder nicht? In so einem Staat leben wir heute. Und das ist einfach zum Kotzen. Ich kenne noch weiter mal, keine Ahnung, aber es war so die Hauptdinger. Finanziell geht mir's gut. Ich habe einen Job, meine Frau auch. Andere nicht, viele Bekannte. Die sind bei mir auch schon auf die Stunde geguckt und halbe blärt. Wo selbstständig sind, die ganzes Jahr noch keinen Euro verdient, außer die Hilfe. Wollte einfach mal loswerden. Stefan kennt meine Geschichte. Und ich wünsche trotzdem schöne Weihnachten. Guter Rutsch natürlich, aber die Party in Silvester fällt ja schon aus. In diesem Sinne. Ja, danke lieber Kai, auch an der Stelle hier. Gibt es noch jemanden, der sich auch nach vorne dran was sagen möchte? Wenn du dich dann kurz vorstellst, bitte. Ja, mein Name ist Gerold. Ich komme auch aus dem Remstal. Und bei dem, was wir jetzt gerade gehört haben, sollten wir mal zurückdenken, wie es in dem Land 2006 aussah. Ich erinnere mich zurück an die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ganze Land war intakt, war glücklich, alle waren zufrieden. Und dann ist die Frage, wie sieht es denn heute aus? Sind wir noch glücklich? Sind wir noch vereint? Haben wir noch Recht? Haben wir noch eine Freiheit? Und da muss ich mal fragen, was da dazwischen lag. Und dazwischen lagen 15 Jahre Merkel. Und der große Trick dieser Dame ist, dass es immer gekonnt vermeidet, mit ihren Entscheidungen in Verbindung gebracht zu werden. Die Dame genießt noch eine unglaublich große Glaubwürdigkeit. Und zu dem Thema Glaubwürdigkeit von ihr will ich jetzt noch was sagen. Und dann kann jeder innerhalb von 2-3 Minuten seine persönliche Einschätzung treffen, wie glaubwürdig die Dame ist, anhand von einem Beispiel. Man kann nachlesen, dass sie in ihrer schönen Schulzeit in Templin davon berichtet, dass sie auf der Schultoilette mit einem Transistorradio am 5. März 1969 die Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten mitgehört habe. Und es sei sehr spannend gewesen, über diese 3 Wahlgänge hinweg dem zuzuhören. Man kann da mal nachlesen, wie das denn war mit dieser Wahl und stellt fest, dass der erste Wahlgang um 12.15 Uhr beendet war und der letzte entscheidende Wahlgang, wo dann schließlich gewählt wurde, der war genau um 18.30 Uhr. Jetzt stellt sich jeder mal vor, wie glaubwürdig ist, dass ein Mädchen mit 15 Jahren diese über 6 Stunden mit einem Transistorradio auf der Schultoilette verbringt. Und dann weiß man, wie glaubwürdig diese Frau ist. Danke. Ja, Gerold, danke für deinen Beitrag. Gibt es noch jemanden?
Anbetracht der Tatsache, dass ich die Versammlung auch für 60 Minuten angemeldet habe und, glaube ich, in 5 Minuten die Zeit dann vorbei wäre, sage ich jetzt einfach, ich denke, wir haben aufgrund, der medialen Aufmerksamkeit und der irre Leitung, teils durch die Printpresse, aber teils auch durch falsche Annahmen, dass wir eben hier durch diesen Ort den Leuten Angst machen wollten, was wir ja nie vorhatten, haben wir hiermit bewiesen in fast 60 Minuten, dass wir rechtschaffende Menschen sind, die auch was zu sagen haben, ja, die das ganze Thema differenziert betrachten. Und eins möchte ich noch sagen, Lindach steht jetzt oder stand auf dem Plan in der Vorweihnachtszeit von auch noch weiteren Veranstaltungen, die im Ostalbkreis folgen werden. Das nächste Thema, wo wir uns annehmen werden, ist die Impfung, ein ganz heißes Thema, und da werden wir weiter informieren in den Kreisgemeinden. Ich werde die nächsten Tage auf die Presse zugehen, und ich habe auch ein Stück weit daraus gelernt. Ich werde nun die Lokalpresse im Vorfeld darüber informieren, was wir vorhaben. Dann entstehen auch keine Missverständnisse mehr. Tanja, möchtest du noch was? Gerne, ja. Geh doch ins Mikro dann. Ja, ja. 2-3 Minuten noch. Hallo miteinander. Ich bin Tanja von Querdenker 7171 in Schwäbisch Gmünd. Ich wollte noch ein paar Termine durchgeben. Es wäre einmal der 12.12. in Welzheim. Da sind wir 4 Querdenker-Organisationen, wo ein Marsch mit Ruf der Trommeln e.V. Er ist jetzt versammelt, er ist genehmigt worden. Der wird stattfinden. Und zwar um 11 Uhr. Brigitte, hilf mir. 10.30 Uhr Aufstellung oder 11 Uhr geht's los. Der nächste Termin ist am 20.12. von den Impfkritikern in Berlin wieder ein Schweigemarsch in Stuttgart. Und zwar treffen wir da uns um 14 Uhr am Theater. Dann haben wir den nächsten Termin am 22.12. in Schorndorf, 17 Uhr, 16.30 Uhr. Und an Weihnachten, damit wir nicht alle erläusen, am 26.12. in Schwäbisch Gmünd um 15 Uhr am Bahnhof, 14.30 Uhr Aufstellung als Kooperation Schwäbisch Gmünd mit Schorndorf. Gibt es einen kleinen Weihnachtszug mit Weihnachtslieder. Ich hoffe, dass wir einen Pfarrer kriegen, wo da redet, und gemütliches Ausklingen unter Corona-Bedingungen. So, soweit zu den nächsten Termine. Euch noch einen schönen Abend. Gut, danke Tanja. Stefan, du möchtest auch noch was durchgeben? Oder? Okay, jetzt lassen wir als letzten Teil der Versammlung hier noch ein Lied laufen. Und bevor ich es vergesse, vielen Dank an das Ordnungsamt, an den Herrn Hägele und an den Herrn Wissmann von der Polizei mit all seinen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Gibt noch kleine Änderungen, und zwar am Samstag in Welzheim. Das poste ich aber auch noch. Da ist der Startplatz, der Parkplatz an den Mammutbäumen. Aber ich poste es nochmal, nicht, dass er nachher zum falschen Startplatz geht. Also Parkplatz Mammutbäume, aber ich schicke es nachher nochmal durch die Gruppen, dass ihr das wisst, gell? Stefan, sagst du nur, Taschen haben wir an. Zum einen, jetzt zum Lied. Zu dem Lied zeigen wir einfach alle unsere Lampen von unserem Handy. Danke. So, hier ist vor Ort stefan-live.de in Lindach, und die Kundgebung,
die wird jetzt beendet, so langsam mit einem Lied zum Abschluss. Und ja, es kommt ein bisschen die Lampen. So, jetzt, was ist das jetzt? Ja. Ah, schön. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder. Zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Ganz bewusst nicht, dass das hier das Ziel sein soll. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass tatsächlich die alten Menschen geschützt werden sollen von den entsprechenden Behörden. Aber die Maßnahmen, die ergriffen werden, erreichen meiner Meinung nach komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich bezweckt wird. Wir wissen heutzutage, es gibt einen relativ neuen Bereich der Wissenschaft, der Medizin, die Psychoneuroimmunologie.
Wer es schon mal gehört hat, der weiß, dass eins der wichtigsten gesundmachenden Elemente ist für Kinder, wenn sie umarmt werden. Kinder wollen umarmt werden, Kinder wollen gestreichelt werden, Kinder brauchen körperliche Nähe. Und wenn wir jetzt anfangen, Kinder als Gefahr, als kollektive Gefahr zu betrachten, dann nehmen wir ihnen das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen, nämlich unsere Nähe und unsere Liebe. Und wie schon gesagt, ich habe selber 4 Kinder. 2 sind in der Schule und die sind betroffen auch von den Maßnahmen. Mein Großer zum Beispiel, der ist 15, der berichtet mir, dass er mittlerweile in den Klassenraum eine Thermoskanne mit warmem Wasser mitnehmen muss, weil wenn er es nicht in die Thermoskanne reintut, dann ist das Wasser so kalt nach 2 Stunden, dass es ihm im Bauch Schmerzen bereitet, wenn er es trinken muss, weil es im Klassenzimmer so kalt ist. Ich frage mich, was bezwecken wir damit? Wir alle wissen doch, wenn wir in einem unterkühlten Raum unterwegs sind und da lange sitzen und uns nicht bewegen, dann sind wir anfällig für eine Grippe, für einen grippalen Infekt. Ich frage mich, wollen wir es provozieren, dass die Kinder einen grippalen Infekt kriegen oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, zu guter Letzt, wie gesagt, ich komme zum Schluss. Es ist mir ein Anliegen. Wir sind Menschen. Und unser grundlegendes Anliegen ist, Menschlichkeit zu zeigen, Menschlichkeit in den Tag zu legen. Für Menschen, die eine Umarmung brauchen, denen diese Umarmung zu geben. Wenn Menschen, wenn es ihnen schlecht geht und sie brauchen ein liebes Wort, dann sollten wir es ihnen geben. Wenn wir lächeln, ist es nachweislich für unser Stressniveau und für unser Immunsystem super hilfreich. Ich sehe kaum mehr lächelnde Menschen auf der Straße, wenn ich ehrlich bin, und das tut mir weh. Und ich wünsche mir, dass wir hier diese Menschlichkeit, weil wir sind immer noch Menschen, zurückbringen in diese Gesellschaft, auch bei all den Gräben, die jetzt hier gegraben wurden, die letzten 6 Monate meiner Ansicht nach vielleicht sogar bewusst von der Politik herbeigeführt. Ich möchte niemanden unterstellen, ich weiß es nicht, aber ich sehe es einfach so. Und ich wünsche mir, dass wir wieder anfangen, gemeinsam dran zu arbeiten, uns an einen Tisch setzen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, dass wir gemeinsam uns an den Tisch setzen und gemeinsam dran arbeiten an den großen Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, insbesondere auch verursacht durch Corona. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns noch schöne Tage. Allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch nicht die Vorfreude nehmen. Advent, wer es weiß, Advent heißt ja die Ankunft oder es soll ankommen. Wir warten mal, was ankommt zu Weihnachten, was ankommt zum nächsten Jahr, was uns erwartet. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir in eine schöne Zukunft für uns und vor allem für unsere Kinder steuern, in der nicht Totalitarismus oder irgendwelche aufoktroyierten Vorschriften nur noch Bestand haben sollen, sondern wo wieder Freiheit herrscht, wo Frieden herrscht und wo vor allem die Menschlichkeit wieder Platz findet. Vielen Dank an euch. Ja, danke, lieber Thorsten. Ich denke, ja, mit den ganzen Redebeiträgen haben wir an der Stelle bewiesen, dass wir, was ich nochmal sagen möchte, heute sowieso nicht vorhatten, mit weißen Schutzanzügen und einer Armbinde durch Lindach zu laufen. Das war überhaupt nicht das Thema, sondern gemäß dem Motto Information der Bevölkerung. Das wollen wir tun, das haben wir hier auch geleistet. Und ja, wenn jemand noch was sagen möchte, zur Information beitragen möchte, ist er herzlich eingeladen. Kai, möchtest du was sagen? Also, der Stefan hat mich schon gebeten, was zu sagen. Mein Name ist Kai Bieber, ich wohne in Durlanger, habe 3 Kinder, 12 und meine Zwillinge sind 6. Und ich will einfach meine Geschichte mal kurz erzählen, wie es mir dieses Jahr so gegangen ist. Ich denke, jeder hat 2 Päckle zum Fragen. Jeder wird die Maßnahmen spüren, egal, finanziell, menschlich, wie auch immer. Brauchen wir nicht drauf eingegangen weiter, weiß glaube jeder. Es ging ja los mit dem ersten Lockdown. Das Ding war so, ich bin in der glücklichen Lage, meine Frau auch, Homeoffice zu machen. Aber über die Wochen musste man praktisch Lehrer,
Kindergärtner, Kindergärtnerin, Hausmann, Hausfrau und nebenher noch Arbeiter. Das ist so eine soziale Belastung gewesen. Wir sind eine relativ stabile Familie, sage ich einfach mal. Es gibt da bestimmt Familien, wo davor schon an der Grenze waren. Und was da in die eigenen vier Wände abgegangen ist, möchte ich gar nicht wissen. Und es soll auch nie ins Tageslicht kommen, weil das in den vier Wänden meistens bleibt. Und das sind so Sachen, wo sich eigentlich niemand, wo man einfach nicht sieht, sage ich mal. Und das ist für mich ein ganz großes No-Go, keine Ahnung. Das ist das erste gewesen. Im Sommer haben sie uns ein bisschen Brot und Spiele gegeben. Ich war in Kroatien im Urlaub, bin zurückgekommen, nicht im Risikogebiet. Alles, was die Leute wissen wollten von mir, du warst in Kroatien, wie der Urlaub war, wollte die allerwenigsten wissen. Dann kam der nächste Lockdown jetzt, beziehungsweise davor, eine Erzieherin im Kindergarten, war positiv getestet, wurde krank, der geht's aber gut. Und die ganze Gruppe hat, wir haben 12 Tage die Zwillinge in Quarantäne gehabt. Das heißt, bei uns durfte niemand kommen, die Zwillinge durften das Grundstück nicht verlassen. Wir mussten laut Anordnung die Kinder im Haus isolieren. Kein gemeinsames Essen, keine Umarmung, und das über 12 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. 6 Jahre alte Kinder. So. Und dann sind wir am schönen Sonntag in der Bude geguckt und mit meiner Frau haben wir diskutiert, gehen wir jetzt spazieren als Familie oder nicht? In so einem Staat leben wir heute. Und das ist einfach zum Kotzen. Ich kenne noch weiter mal, keine Ahnung, aber es war so die Hauptdinger. Finanziell geht mir's gut. Ich habe einen Job, meine Frau auch. Andere nicht, viele Bekannte. Die sind bei mir auch schon auf die Stunde geguckt und halbe blärt. Wo selbstständig sind, die ganzes Jahr noch keinen Euro verdient, außer die Hilfe. Wollte einfach mal loswerden. Stefan kennt meine Geschichte. Und ich wünsche trotzdem schöne Weihnachten. Guter Rutsch natürlich, aber die Party in Silvester fällt ja schon aus. In diesem Sinne. Ja, danke lieber Kai, auch an der Stelle hier. Gibt es noch jemanden, der sich auch nach vorne dran was sagen möchte? Wenn du dich dann kurz vorstellst, bitte. Ja, mein Name ist Gerold. Ich komme auch aus dem Remstal. Und bei dem, was wir jetzt gerade gehört haben, sollten wir mal zurückdenken, wie es in einem Land 2006 aussah. Ich erinnere mich zurück an die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ganze Land war intakt, war glücklich, alle waren zufrieden. Und dann ist die Frage, wie sieht es denn heute aus? Sind wir noch glücklich? Sind wir noch vereint? Haben wir noch Recht? Haben wir noch eine Freiheit? Und da muss ich mal fragen, was da dazwischen lag. Und dazwischen lagen 15 Jahre Merkel. Und der große Trick dieser Dame ist, dass es immer gekonnt vermeidet, mit ihren Entscheidungen in Verbindung gebracht zu werden. Die Dame genießt noch eine unglaublich große Glaubwürdigkeit. Und zu dem Thema Glaubwürdigkeit von ihr will ich jetzt noch was sagen. Und dann kann jeder innerhalb von 2-3 Minuten seine persönliche Einschätzung treffen, wie glaubwürdig die Dame ist, anhand von einem Beispiel. Man kann nachlesen, dass sie in ihrer schönen Schulzeit in Templin davon berichtet, dass sie auf der Schultoilette mit einem Transistorradio am 5. März 1969 die Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten mitgehört habe. Und es sei sehr spannend gewesen, über diese 3 Wahlgänge hinweg dem zuzuhören. Man kann da mal nachlesen, wie das denn war mit dieser Wahl und stellt fest, dass der erste Wahlgang um 12.15 Uhr beendet war und der letzte entscheidende Wahlgang, wo dann schließlich gewählt wurde,
Der war genau um 18.30 Uhr. Jetzt stellt sich jeder mal vor, wie glaubwürdig ist, dass ein Mädchen mit 15 Jahren diese über 6 Stunden mit einem Transistorradio auf der Schultoilette verbringt. Und dann weiß man, wie glaubwürdig diese Frau ist. Danke. Ja, Gerold, danke für deinen Beitrag. Gibt es noch jemanden? In Anbetracht der Tatsache, dass ich die Versammlung auch für 60 Minuten angemeldet habe und, glaube ich, in 5 Minuten die Zeit dann vorbei wäre, sage ich jetzt einfach, ich denke, wir haben aufgrund, der medialen Aufmerksamkeit und der irre Leitung, teils durch die Printpresse, aber teils auch durch falsche Annahmen, dass wir eben hier durch diesen Ort den Leuten Angst machen wollten, was wir ja nie vorhatten, haben wir hiermit bewiesen in fast 60 Minuten, dass wir rechtschaffende Menschen sind, die auch was zu sagen haben, ja, die das ganze Thema differenziert betrachten. Und eins möchte ich noch sagen, Lindach steht jetzt oder stand auf dem Plan in der Vorweihnachtszeit von auch noch weiteren Veranstaltungen, die im Ostalbkreis folgen werden. Das nächste Thema, wo wir uns annehmen werden, ist die Impfung, ein ganz heißes Thema, und da werden wir weiter informieren in den Kreisgemeinden. Ich werde die nächsten Tage auf die Presse zugehen, und ich habe auch ein Stück weit daraus gelernt. Ich werde nun die Lokalpresse im Vorfeld darüber informieren, was wir vorhaben. Dann entstehen auch keine Missverständnisse mehr. Tanja, möchtest du noch was? Gerne, ja. Geh doch ins Mikro. Dann. Ja, genau. Zwei, drei Minuten noch. Hallo miteinander. Ich bin Tanja von Querdenker 7171 in Schwäbisch Gmünd. Ich wollte noch ein paar Termine durchgeben. Es wäre einmal der 12.12. in Welzheim. Da sind wir 4 Querdenker-Organisationen, wo ein Marsch mit Ruf der Trommeln e.V. Er ist jetzt versammelt, er ist genehmigt worden. Der wird stattfinden. Und zwar um 11 Uhr. Brigitte, hilf mir. 10.30 Uhr Aufstellung oder 11 Uhr geht's los. Der nächste Termin ist am 20.12. von den Impfkritikern in Berlin wieder ein Schweigemarsch in Stuttgart. Und zwar treffen wir da uns um 14 Uhr am Theater. Dann haben wir den nächsten Termin am 22.12. in Schorndorf, 17 Uhr, 16.30 Uhr. Und an Weihnachten, damit wir nicht alle erläusen, am 26.12. in Schwäbisch Gmünd um 15 Uhr am Bahnhof, 14.30 Uhr Aufstellung. Als Kooperation Schwäbisch Gmünd mit Schorndorf gibt es einen kleinen Weihnachtszug mit Weihnachtslieder. Ich hoffe, dass wir einen Pfarrer kriegen, wo da redet, und gemütliches Ausklingen unter Corona-Bedingungen. So, soweit zu den nächsten Terminen. Euch noch einen schönen Abend. Gut, danke Tanja. Stefan, du möchtest auch noch was durchgeben? Oder? Okay. Jetzt lassen wir als letzten Teil der Versammlung hier noch ein Lied laufen. Und bevor ich es vergesse, vielen Dank an das Ordnungsamt, an den Herrn Hägele und an den Herrn Wissmann von der Polizei mit all seinen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Gibt noch kleine Änderungen, und zwar am Samstag in Welzheim. Das poste ich aber auch noch. Da ist der Startplatz, der Parkplatz an den Mammutbäumen. Aber ich poste es nochmal. Nicht, dass er nachher zum falschen Startplatz geht. Also Parkplatz Mammutbäume, aber ich schicke es nachher nochmal durch die Gruppen, dass ihr das wisst. Gell? Sagst du nur,
Zu dem Lied zeigen wir einfach alle unsere Lampen von unserem Handy. Danke. So, hier ist vor Ort stefan-live.de in Lindach und die Kundgebung, die wird jetzt beendet, so langsam mit einem Lied zum Abschluss. Und ja, es kommt ein bisschen die Lampen. So, jetzt, was ist das jetzt? Ja. Ah, schön. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns jetzt hält, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf. Und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeigt.